Firma eLugic bildet laufend Lehrlinge in ihrer eigenen Lehrlingsakademie aus. Zum Abschluss treffen sich jedes Jahr die Mitarbeiter, um gemeinsam zu feiern und beim Abschlussbewerb ihr Können zu zeigen. 9 Zweierteams, je ein Lehrling und ein Monteur, müssen gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen. Für die Mitarbeiter ist das eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag und der Chef ist zu Recht stolz auf seine Lehrlinge. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Harry übernimmt die Spielleitung. Ja, unsere Lehrlinge haben ja das ganze Jahr Akademie. Das heißt, sie lernen in unterschiedlichsten Fächern Neues. Und zum Abschluss probieren wir immer Ihnen mit einem unterhaltsamen Teil dieses Wissen auch wieder etwas zu vertiefen. An den verschiedenen Stationen sind Geschicklichkeit und eine ruhige Hand gefragt. Dann wird das Fachwissen getestet und beim Schätzspiel, das natürlich auch mit Strom und Energie zu tun hat, ist auch etwas Glück notwendig. Mit dem E-Mobil müssen die Teilnehmer dann ihr Fahrkönnen beweisen. Alles richtig. Ein Lehrling braucht immer Unterstützung und diese Unterstützung haben sie bei diesen ganzen Spielen von allen Monteuren und mit diesen zusammen bestreiten sie auch die Spiele. Ja, sicher, bei dem mit die Drähte, mit dem Querschnitt hat man schon ein bisschen sein Fachwissen umbringen müssen. Eben, das lernt man in der Berufsschule, in der Firma, ist man dann im Gefühl, nach den 4 Jahren hat man das im Gefühl. Das Abschlussfest soll aber nicht nur das Fachwissen der Lehrlinge aufzeigen. Die Aufgaben und Stationen fördern auch den Zusammenhalt, den Teamgeist und ein positives Betriebsklima unter den Mitarbeitern. Bei eLugic ein besonders wichtiges Merkmal. Wir sind so ein Team, besser gesagt, also die, die halt eigentlich überall gern dabei sind und sich ein bisschen einsetzen für die Firma und wir denken uns die Spiele aus. Jedes Jahr bei einer Besprechung und dann ziehen wir das durch. Unumstrittener Höhepunkt des Bewerbs ist das Kabelziehen. Und das erfolgt mit vollem körperlichen Einsatz. Zum Schluss stehen die Sieger des Bewerbs fest und die können sich auf eine Reise mit dem Tesla zur Formel E nach Berlin freuen.